Dann nehmen wir die jetzt und schredden die mal. Und ich glaube sogar, wir kriegen dafür auch Essen. Ja, wir kriegen für das Schreddern auch noch Essen. Ja. Die Leute lieben mich da... Oh. Okay, die Leute lieben mich nicht dafür. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play The Universum, dem Gott Universumsbilder Gedöns, Folge 6 von vermutlich 10 Folgen, wo wir uns ein bisschen mal reinschauen, was dann so geht in diesem Spiel. Und was nicht geht in dem Spiel, ist tatsächlich die deutsche Übersetzung. Jedenfalls streckenweise ist die sehr, sehr holprig. Ja, das ist eine rote Fahne, Red Flag. Das kann man nicht so wörtlich übersetzen. Oder lasst sie sein, let them be. Das wäre wahrscheinlich doch eher lasst sie in Ruhe. Aber es ist machbar. Es ist nicht super, super mega schlecht, aber es ist auffällig, dass hier eventuell einige Sachen vielleicht nicht ganz korrekt übersetzt sind. Oder sie wurden korrekt übersetzt, aber nicht lokalisiert. Lokalisieren ist halt das Ganze nehmen und halt in einen richtigen Kontext bringen, während Übersetzen ist halt einfach nur den Text nehmen und übersetzen. Das haben sie gemacht. Ja, auf jeden Fall haben wir neue Gegner gefunden, ein neues Dörfchen gefunden und die Frage ist, was sollen wir tun? Und natürlich macht sie kaputt. Das war ein unnötiges Gemetzel. Das Nugget-Glück hat abgenommen. Ah ja, für fünf Minuten sind sie weniger happy. Macht aber nichts. Mein Buff regelt das. Und die saufen immer noch. Die saufen immer noch dreckiges Wasser. Hört doch mal auf, dreckiges Wasser zu saufen. Leute sterben hier. Altersschwäche. Achso, ja, zwei sind gestorben aufgrund der Dings, aufgrund des Angriffs gerade. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt dann auch gut. Du hast Durst? Ja, du gehst ja. Okay, die geht gerade saufen, alles klar. Futter selbst sieht gut aus. Gekochtes Essen sieht gut aus. Wir brauchen, glaube ich, nochmal dann das Upgrade für die Jungs hier, ne? Da brauchen wir noch den Holzofen. Der kommt dann aber gleich als nächstes. Nachdem wir was machen. Hier Kultur, ne? Genau, nee, die Erholung machen wir gerade. Dass dann lokale Geschäfte funktionieren. Und wir sind auch schon fast schon im Mittelalter angekommen. Okay. Aber ich guck mal, ob ich in der Welt noch ein, zwei Streams hinkriege mit dem Spiel hier. Und dann mit der Twitch-Integration. Bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Könnt ihr bitte aufhören, das dreckige Wasser zu trinken? Es kann doch nicht so schwer sein. Einfach mal nicht Dreckwasser saufen. Okay, gut. Was fehlt denn hier gerade? Der hat gerade kein Wasser drin, ne? Das kriegen wir aber hin. Da geben wir dem mal was rein. So, ein bisschen Wasserschlürf und da drauf. Okay, das Ding ist voll. Und dann wird daraus Trinkwasser auch. Ist aber nicht genug Trinkwasser da oder was ist das Problem? Trinkwasser hier ist leer. Es scheint wirklich, dass das Trinkwasser selbst hier ein Problem ist. Die hat eine neue Wasserpumpe geplant. Okay. Das Trinkwasser wird tatsächlich komplett verbraucht, ne? Das ist vermutlich das Hauptproblem, dass hier das Trinkwasser komplett verbraucht wird. Deswegen sind die halt eben doof. So. Ah.
Okay, gut, die Forschung haben wir recht. Und dann können wir uns gleich um das Essen kümmern, um das Trinken kümmern hier. So, Forschung abgeschlossen, das ist gut. Wir haben neue Sachen bekommen. Und zwar das lokale Geschäft. Okay. Braucht Wasser und macht Leute happy. Okay, okay. Suchen wir ein schönes Plätzchen. Fangmodus 1, 2. Das ist der Snap-Modus, ne? Zu Straßen und Gebäuden und genau, nur zu Straßen snappen. So. Zack. Das sieht doch gut aus. Okay. Elso ist gestorben, alter Schwäche. Es wird sogar echt knapp hier, oder? Verbrennungsfortschritt. Also die verbrennen die halt dann auch, ne? Okay. Was haben wir hier? Da ist das. Holz und Stein haben wir jetzt mehr als genug. Das ist gut. Die machen weiter ihr Spaß. Futter sieht auch gut aus. Noch wer gestorben. So langsam, aber sicher wird es echt knapp hier mit meiner Bevölkerungsgeschichte. Und ich habe schon das Dings erhöht. Das Alter. Was ist denn da gerade passiert? Gerade was eingeschlagen oder so? Kommen wir die Aliens angerauscht? Entschuldige mal, was macht ihr hier? Kann ich da mal mit einem Blitz drauf oder so? Warte mal. P. Elektrifizieren 25. Look at all of those colors. Isn't fall beautiful? Someone should really make a painting before you leave the planet to ruin. Okay. Friseur hat was? Wer hat den Schliff erhalten? Oh, okay. Dann kriegen wir den Spaß, na ja, okay, okay. Was denn für ein Friseur? Ich bin gerade verwirrt. Dorfzentrum war. Upsala, hier vorne. Oh, I like this research stuff, creator. How about next we make something dangerous and fun? Okay, die Oberfläche ist mit mysteriösen Markierungen versehen. Ein erdiger Duft erreicht die Nuggets. Dämpfe, die nach Sternen riechen, driften aus der Box. Ein Blueprint und wir bekommen Ressourcen. Okay. Und das müsste. Genau. Oh, wir haben eine E-Post-Geschichte. Die Schachtel öffnet sich. Was war das mit dem Friseur gerade? Friseur. Ah, okay. Das ist das lokale Geschäft dann. Okay. So, die sind alle happy? Alle happy. Ohne Buff sogar. Sehr gut. Crime niedrig, alle happy.
Und der säuft schon wieder aus dem Dings. Aus dem See. Lass das bitte. Das kostet mich Kräterpunkte. So, ihr erforscht den Spaß mal. Wir gucken dann, wie weit das wird. Jetzt können wir hier upgraden. Dann los. Ups. Verbessern. Und den hier ebenfalls verbessern. Zack. Gut. Wie geht es mit den Wasserreservoirs voran? Hier ist einmal sogar Wasser über schon. Hier noch nicht. Ein neuer Nachbar. Herr Kollege. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ich würde gerne mal die Meteor vertesten. Wir können Feuer legen. Oder Erdbeben für 100. Das ist mein Planet. Immer noch. Shaky, shaky. Das tut, glaube ich, nicht so viel, ne? Ob ich jetzt warten sollen, bis das fertig ist? Und wir können totally deserved. Bauarbeiten abgeschlossen. Was ist, Ach, das Wirtshaus, okay. Wir lassen mal hier das noch ein bisschen hochziehen und warten dann mal ab, bis, wir die 300 Punkte haben für den Meteor, oder? Ooh, that wound is a bit nasty. I've never seen such a clumsy species before, Creator. Was haben sie denn jetzt wieder gemacht? Ach, Mensch. Wenn sie nicht Wasser saufen, dann verletzen sie sich hier. Okay. Habt ihr mich noch lieb? Nee, haben sie nicht. Okay. Wieso nicht? Ich bin nett zu euch. Gebt mir mehr Zeug. Können wir das schon aufmachen? Können wir noch nicht. Okay. Wir können was reparieren, oder? Wir reparieren ein paar Sachen. Genau. Da die Wohneinheit. Verjüngen. Das gibt uns zum einen Freundespunkte und zum anderen aber auch entsprechend hindert es daran oder verhindert es, dass die Gebäude zerstört werden. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder bei voller Kante. Alle sind so wieder happy und geben uns nochmal extra Schöpferpunkte. Und hier vorne, das Ding wird auch langsam aber sicher dann erkundet. The universe is infinite, Creator. Much like the stupidity of mortals. Okay, Forschung ist abgeschlossen. Bildung. Also wir können jetzt eine Schule bauen. Verstärkter Bunker. Okay, man könnte einen Bunker bauen. Ah, ist egal. Braucht man nicht. Lager-Upgrade. Oh ja. Bitte. Machen wir. Und wir könnten seine Schule bauen. Der nächste ist gestorben. Ich komme gerade. Die sterben mir zu schnell. So. Fun fact, Creator. Did you know that tiny little gnomes operate water pumps? Sadly, they always go on vacation during winter. Ja, ja, ich möchte jetzt gerne die Schule bauen, damit sich meine Leute halt auch fortbilden können.
Hier irgendwo Platz hier oben. Nee, ne? Hier ist alles voll, ne? Ja. Hier ist alles voll mit Gedöns. Okay, dann wird die Schule eben dahin gebaut. Und die Reservoirs sind jetzt, leeren sich langsam. Aber es müsste trotzdem gehen mit der Wasserproduktion. Hoffe ich. Oder auch so gar nicht, nicht, ne? Eine neue Wohneinheit ist fertig. Okay. Ich würde ja jetzt gerne vielleicht wieder Armor spielen. Allerdings brauche ich jetzt gerade die Punkte für die anderen Kollegen. Energieverlust, wenn sie sich der Kiste nähern. Okay, da ist irgendwas Negatives drin, glaube ich. Und es sterben noch mehr Leute. Altersschwäche, Altersschwäche. Ah. Wie viele Unverheiratete haben wir gerade? 25. Ich brauche doch 300 für den Meteor. Ich will doch den Meteor. Hier ist ein Reservoir fertig. Oh Mist. Hier kommen wir nicht mehr ran, ne? Gerade so kalt, dass selbst ich nicht mehr rankomme da. Doch, okay. Und der nächste tot. Leute, was macht ihr denn? Hört auf zu sterben, bitte. Okay, die beiden machen es richtig. 26 unverheiratet. Boah, dringend irgendwie einen Heiratsmarkt oder sowas. Das geht doch so nicht. Was haben wir jetzt hier? Eisenholz, Nahrung und Stein für die Gletscherkappe. Dann verlieren wir halt CO2 oder blasen CO2 in die Oberfläche. Ich meine, hey. Aktuell nicht genügend. Ja, nicht genügend. Okay. Die Seen werden verschmutzt. Ups. Oh shit. See ist zu 99. Oh oh. Okay. Mit der Trickle-Effekt-God-Power. Ja, Trickle ist, glaube ich, der Regen dann. Okay. Und das macht die Leute glücklich, sehr gut. 10 Gläubige, nice, dankeschön. Okay. 60%. Okay. Das mit der Regenwolke reinige ich den See. Okay. Und die Schule funktioniert. Okay. Eine neue Wahl. Okay, Schule. Oh! Nur hier bekomme ich jetzt Discovery-Punkte. Okay. Und es gibt eine neue Wahl. Was haben wir denn hier Feines? Religiöser Fokus. Ja, bitte. Scheiße Forschung. Religion ist es. Und das Studium. Verletzungsrate. Recht auf Waffen. Nee, auf keinen Fall. Nee, passt schon. Es sind wieder Leute gestorben. Blitzeinschlag. Ja, genau. Als hätte man schon genug Sorgen.
Okay, anyway. Wir haben den Spaß. Der Regen füllt, glaube ich, auch die Reservoirs mit auf, ne? Genau. Also mein Problem mit dem Trinkwasser war wirklich, ich hatte zu wenig Reservoirs. Die Pumpen selber reinigen halt das Wasser offenbar nicht, sondern saugen es nur ab. Der Nächste stirbt. Alter, was ist denn hier los? Oder... Das ist gerade echt nicht gut mit euch hier. So, der ist jetzt happy. Und ich habe jetzt eh keinen Platz für die Lagersachen. Von daher... Später. Später mehr. Der Geruch von Rauch. Geruch von Rauch steigt aus der Schachtel. Energieverluste in der Nähe der Kiste. Ich glaube, die zu öffnen ist eine doofe Idee. Da ist drauf. Okay, die Schachtel öffnete sich. Ressourcenmenge, Ressourcentyp. 1000 Quetterpots absorbiert. Ja, okay. I can see how that research could be useful, Creator. I'm picturing nuclear waffle irons or maybe some kind of automated back scratcher. Stop me if I'm wrong. Toll. Meine Punkte sind weg. Bis zu 1000 Punkte hätte das Ding gefressen. Ja, ich kenne 1000, hat halt das genommen, was ich hatte. Super. Und wie mache ich jetzt mal Meteor, bitte? Ohne die Punkte? So, auf jeden Fall erstmal hier schön dick die Dinger aufwerten hier. So. Dann haben wir auch da wieder Platz. Was gibt's denn hier Feines noch? Das haben wir alles schon. Hier hätten wir noch was Neues. Ach, der Bunker, genau. Reduziert die Happiness. Oh Mann, ich. Ja, ich habe keine Punkte, von daher passt das. Aber mein Kollege hat gewonnen. Das ist gut. So. 15% mehr Schöpferpunkte plus die wir hier haben. Das, plus die 15 durch die Happiness. Und wir bekommen jetzt schon 20 pro Minute durch die Menge an Leuten, die bei uns wohnen. Na, das wird doch. Das wird doch. Ein neues Dings ist fertig und der nächste ist gestorben wieder wegen Altersschwäche. Und dann liegt er einfach mal so rum. Okay. Der See ist wieder komplett gereinigt. Das ist gut. So, eine neue Wasserpumpe ist fertig. Was hast du hier Feines? Wir bekommen Nahrung. Ja, gut, ich habe keine Punkte hier. Ein Heuschreckenschwarm, was macht das? Wie viel Holz habe ich denn eigentlich? Eigentlich habe ich genug, aber guck mal. Okay, wir haben nicht genug Platz. Scheiß drauf. Sehe ich irgendwie den gesamten Lagerplatz irgendwo? Nee, Wasser da. Gas, Glas, Öl, Eisen, okay. Die ersten Nuggets verlieben sich schon wieder. Und neue Familien, neues Lager. Mehr Leute sterben. Hinten erst, okay. Der dauert noch ein bisschen. Wir lernen jetzt die Mathematik als nächstes. Das hat jetzt auch schnell automatisch gemacht. Nuggetstärke plus 2 hatte ich hier auch nochmal, ne? Nuggetstärke plus 4. Aber da brauche ich halt eben mehr Punkte. Die Schule regelt das jetzt für uns. Okay, ich werde es ein bisschen weiterspielen, ein bisschen laufen lassen, bis ich die Meteor habe. Dann testen wir den mal, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder und da fiel mir gerade spontan was ein. Wir müssen im Grunde gar nicht wirklich warten. Wir haben 2 Probleme. 3 Probleme. Wir haben nicht genug
Creator Points. Die Leute sterben uns an Altersschwäche. Der Friedhof wird voll. Na gut, nicht mehr so voll, aber ja, der war voll. Warum schreddern wir nicht einfach die Leute, die sowieso schon so halb vorm Abtippeln sind? Ne? Ich meine, ne? Guck mal hier. So, die Gute hier. Wie geht's dir denn? So. So, sie ist jetzt was? 48. Intervall und arbeitsbereit. Ich weiß nicht genau, wann hier wirklich die Altersschwäche einsetzt. Aber es sind die Leute, die hier gestorben sind, sind somit mit paar 40 Jahren gestorben. Ist halt noch recht frühes Alter, weißt du? Dann nehmen wir die jetzt und schredden die mal. Und ich glaube sogar, wir kriegen dafür auch Essen. Ja, wir kriegen für das Schreddern auch noch Essen. Ja. Die Leute lieben mich da... Oh. Okay, die Leute lieben mich nicht dafür. Oh. Ah. Ich krieg jetzt mehr Punkte dafür. Aber ist das wirklich, was ich will? Noch ein. Nur noch ein. Einen noch. So. Hier, zack. Zack. Forschung fertig. Und wir können jetzt sogar auch den hier upgraden. Nice. Oh. Wir haben kein Eisen, also upgraden können wir nicht. Another message for you, Creator. I'm beginning to feel that nugget. Nutze die Kräfte, um zu beruhigen. Okay. Verdammt. Have the wrong address. Do they really think you can solve these problems? Kann ich? Warte mal. Wir gehen mal auf Frühling, wa? 700! Oh boy. Ja. Herbst. Winter, natürlich. Natürlich soll es auf Winter schalten. Okay. Also, von daher, ne? Kein Exhibitionismus hier. Wir müssen uns nochmal Leute schreddern. Tut mir leid, aber wir müssen Leute schreddern. Ich hab keine Zeit. The pumps have frozen solid, Creator. I hope you have enough reservoirs to sustain your civilization through the winter. Das Gute ist, ich krieg jetzt hier 100 Punkte fürs Schreddern. Pro Nugget. 46. Ja. Komm mal her. So. Und noch ein, 46. Die sterben sowieso bald. Und so kriegen wir Nahrung, Futter und sparen Platz auf dem Friedhof. Ist Win-Win-Win. So, okay. Die sollten jetzt aber dann doch vielleicht dann, ne, wieder umschalten auf an. Aber egal. Was ich ja machen wollte, war, ich wollte ja hier drüben mal. Oh, wow. Der hat was? Wait, what now? Woran ist denn der jetzt gestorben? Hä? Das ist, was ich meine, ne? Das ist, anyway, warum in aller Welt? Was ist hier los? Was ist hier? Warum ist da ein Schild? Okay. Gibt es schon trotzdem, oder? Erdbeben, Feuer, heiliger Boden. Meteoriteinschlag.
Schweinerei! Okay, aber Erdbeben geht, oder? Scheiße, ich hätte die Vorweg machen sollen. Schutzkuppel. Erdbeben. Muss ich nochmal um ein, zwei Leute schreddern? Wo kommt denn diese Kuppel her? Ist das dieses Gebäude hier oder was? Ich hätte ihn aufhalten sollen, als ich die Möglichkeit hatte. Sechzehn Leute wohnen hier. Okay. Das funktioniert auch nicht. Oder? Da wackeln zwar da drin die Bäume, aber das Gebäude selbst scheint da nicht wirklich... okay. Ich will die hier weg. Die sollen hier weg. Seereinigung und Expeditionisten haben wir. Freund oder Feind von... Okay, das waren die Aufgaben. All your buildings are falling down, falling down, falling down. All your buildings are falling down, my fair creator. Okay, was ist hier kaputt? Okay, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Okay, wir müssen dann, glaube ich, nochmal einen schreddern. Was ist denn hier los? Wer bist du? Warte, wenn ich dich jetzt nehme und schreddere. Gibt das Schifferpunkte. Nice. Okay. Dann möchte ich bitte einmal ganz kurz hier Party machen. Bleibt mal alle happy bitte, dankeschön. Ja, schon wieder besser. Und ich muss das Gebäude reparieren hier. Das ist offenbar gerade sehr kaputt. So. Also Menschen schreddern ist zwar nett, aber du kriegst halt dann, wenn du erstmal damit anfängst, musst du halt wirklich damit weitermachen, ne? Das lohnt, glaube ich, nicht wirklich. So, warte mal hier. Wir schreddern auch zwar, dann nutzen wir die Punkte, um dann die Leute wieder happy zu machen. Ah, Nuggets finished another research item, Creator. What ja. Does this one do? Komm mal her, du nochmal. So. Haben wir ein paar Punkte fertig und können jetzt damit ein paar Gebäude reparieren. Um damit Spaß zu haben. Da. Zack, dann... Das hier ist ebenfalls ein bisschen kaputt. So, die sind gerade alle sehr happy, das haben wir schon drin gerade. Kann ich noch irgendwas machen? Nee, ne? Der See selbst ist ja nicht verschmutzt. Was habe ich denn noch zur Auswahl gerade? Heldenpunkte. Ne, will ich ja nicht. Heilige Boden haben wir schon. Genau. Amore. Wir machen mal Amore, meine Damen und Herren. Denn hier ist wieder viel zu wenig Gepimper los. Have you read the instructions properly?
You're creating a diverse and inclusive society, Creator. Habe ich gerade... Egal. Habe ich gerade... Dings gemacht? Ich meine, wenn das geht? Wonderful couple, Creator. We should move you to the Relationship Counseling Department. Da kommt nur leider kein Nachwuchs bei rum, ne? Das ist das Problem. Alles Männlein. Da. Du bist noch frei. Mehr Leute. So, du brauchst noch jemanden. Da. Ding. Okay. Wie sieht's aus? Alle ein bisschen happiger? Ja, schon ein bisschen. Geht in die richtige Richtung wieder. Der Friedhof hat jetzt wieder ein bisschen mehr Platz, ne? Ja, da passt's wieder. Okay, noch irgendwer, der hier verkuppelt werden möchte? Da. Das. Keine Ahnung, wo der Sound herkommt. Die machen gerade Plätze hier für das Lager. Na, macht ihr mal. So, du brauchst noch wen? Ja. Ah, the wonders of biological life. It is truly, truly disgusting. Okay. Disgusting. So, wir haben noch 7 Unverheiratete, sehr gut. Sind ein paar hier, die Heilung brauchen, oder geht's denen gut? Ja, die können wir mal verjüngen. Und wie lange hält der Buff noch an? Weil ich gleich mal neu machen dann. So, Schnellstart. Amor, interessieren, heiliger Boden, Feuer, Erdbeben, Aufforstung, Regenwolke, Freudenschub. Zack, nochmal alle happy machen eine Runde. Oh, jetzt kommt wieder der Sache näher. Sehr gut. Okay. Vergobelt haben wir. Ausbauen können wir noch nicht, oder? Doch, können wir. Cool, dann lass mal hier die Pumpen ausbauen. Dass sie ein bisschen mehr Gas geben hier. Zack. Da. Verbessern und verbessern und... Das macht der offenbar nicht, der Kollege.